Also prinzipiell ist klar, dass noch alles unklar ist. Ich kann bekannt geben, dass wir in laufenden Gesprächen mit der Bundesregierung stehen und hier einfach auch klar mitteilen, dass wir pro Woche diese Milliarde Euro verlieren und eben 60.000 Arbeitsplätze wackeln. Und wir haben immer gesagt, dass dieses Jahr sicherlich unter dem Motto stehen muss, Leben und Wirtschaften mit dem Virus. Und da braucht es eben einfach ein Miteinander statt ein Entweder-Oder. Und daher ist die Differenzierung wichtig. Wir haben stets argumentiert, dass der Mensch im Durchschnitt 13 Minuten in einem Geschäft aufhältig ist. Das heißt, wir haben einen sehr losen Kundenkontakt. Und daher sind wir davon überzeugt, dass der Handel nie ein Corona-Hotspot war und dass wir immer die Hygiene- und Sicherheitskonzepte als Partner der Bundesregierung bestmöglich gelebt haben und wir Menschen haben, die unaufgeregt einkaufen wollen und das auch tun. Und daher ist es gerechtfertigt, den Handel zu öffnen. Das ist die Situation. Wir würden, wenn ausschließlich der Handel öffnet mit den Schulen, wieder in einer Situation wie quasi in einen Lockdown-Light zurückfallen. Das heißt, wir würden pro Woche nicht eine Milliarde verlieren, sondern rund 250 Millionen. Aber es würde uns wieder die Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen, denn derzeit spielt sich das blanke Chaos bei den Hilfen ab. Das muss man schon sagen. Viele Menschen werden da zu fatalen Taten getrieben, wie die Wirtin in Linz. Und vielen Händlern geht es auch so. Daher haben wir auch diese Petition gestartet, arbeitsplätze-retten.at, wo wir uns dafür aussprechen, dass wir eben rasch öffnen können und die Hilfen auch unbürokratischer fließen. Es ist eine Online-Petition, die Sie ja gestartet haben mit dem Handelsverband. Wie viele haben da schon unterschrieben? Wir haben sie erst seit einigen Stunden online, gestern Nachmittag, und es haben schon weit über 2000 Menschen und Unternehmen, Hunderte, unterschrieben. Und es kommen fast stündlich mehr hinzu. Und ich darf jeden auch einladen, unter www.arbeitsplätze-retten.at das zu unterstützen. Denn wir freuen uns, dass diese Petition Wirkung zeigt, sodass auch die Wirtschaftskammer jetzt auch in Bewegung gekommen ist. Und der Wirtschaftskammerpräsident ja auch fordert, dass geöffnet wird. Denn der Handel ist differenziert zu betrachten und daher bitten wir darum, dass diese Branche der 600.000 Menschen mit ihren Arbeitsplätzen abgesichert wird, denn hier laufen die Hilfen ins Leere. Leider geht es auch anderen Branchenbereichen so, dass beim Umsatzersatz dieselben Auszahlungsmechanismen verwechselt werden. Also es gibt wirklich Probleme, die Kurzarbeit im November noch breitflächig nicht angekommen ist. Das heißt, wir laufen auf der letzten Rille und die Abwicklung funktioniert nicht ausreichend. Und aber daher Sie sind vorsichtig optimistisch, dass Sie aufsperren dürfen am 25. Jänner. Also jetzt auch, wo der Wirtschaftskammerpräsident rausgeprescht ist, der Druck steigt, die Schulen öffnen dürfen. Ist da zumindest ein leiser Optimismus schon langsam da? Also derzeit ist in der Branche das Gegenteil von einem Optimismus da, weil jeder ums Überleben kämpft. Wir müssen Planzahlen festmachen, an die Banken weitergeben. Die Mitarbeiter haben viele, viele offene Fragen. Der Modus ist ja noch offen. Gibt es dann FFP2-Masken? Das muss ja alles auch dann ausgestattet werden. Hier aber auch das Bekenntnis des Handels. Wir werden auch sehen, dass diese FFP2-Masken zum erschwinglichen Selbstkostenpreis auch von den Händlern angeboten werden und damit auch für alle Beteiligten möglich sind. Das heißt, das ist ja ein ganz zentraler Punkt, denn wenn der Handel aufsperrt, dürfte es wohl diese FFP2-Maskenpflicht geben im Handel. Jetzt wissen wir, die FFP2-Masken, die sind deutlich teurer, kosten so um die 5 Euro, glaube ich, das Stück. Sie haben gesagt, der Handel würde das dann zu Selbstkosten weitergeben. Was heißt das? Um wie viel könnte man diese FFP2-Masken dann weitergeben? Der Handelsverband als überparteiliche Interessenvertretung vertritt ja auch alle Lebensmittelhändler und hat hier ja auch die Ersterstattung der Bevölkerung mit dem Mund-Nasen-Schutz veranlasst und das kostenfrei. Das wird oft falsch dargestellt. Und genauso sehen wir natürlich den Riesenbedarf aller Non-Food-Händler, also neben dem Lebensmittelhandel, jetzt dringend öffnen zu müssen. Und daher haben wir diese Signale, dass auch alle Geschäfte, wo es nur irgendwo möglich ist, diese Masken zu einem sehr günstigen Preis eben anbieten werden. Das heißt, was wäre das? Also wir sehen das bei ungefähr 2 Euro plus minus. Also weniger als die Hälfte. Meinen Sie, wäre möglich, dass man das zum Selbstkostenpreis anbietet? Wäre in vielen Bereichen möglich und im Optimalfall würde hier die Bundesregierung auch einen Teil dazu beitragen, weil wir der Meinung sind, nachdem die Hilfen sich ja so verzögern und gerade bei Mittelständischen mit dem 800.000 Euro Deckel de facto dazu führen, dass oft nur einstellige
Summen hier für die Corona-Krisenschuld erstattet werden, dass man hier vielleicht auch noch einen Schulterschluss schafft. Der Handelsverband hat auch eine Schutzmaskenplattform gegründet unter schutzmasken.at. Das heißt, wir werden ausreichend Masken haben und uns bemühen, dass es für jeden diese Masken gibt. Und da werden wir natürlich mit der Bundesregierung, mit dem Bundeskanzleramt die Gespräche so fortführen wie bisher. Jetzt heißt es einmal Klarheit schaffen, Hilfen rasch überweisen und die Händler wieder die Chance geben, aufzusperren. Denn nichts anderes ist, was wir hier fordern. Wir wissen, dass wir nie ein Corona-Hotspot waren und das ist aber unsere Forderung. Das heißt vielleicht nur noch ganz kurz zum Ende. Ihr Vorschlag ist, lasst uns aufsperren am 25. Jänner, wenn nötig, dann mit dieser FFP2-Maskenpflicht und dann würden wir als Handel diese FFP2-Masken zum Selbstkostenpreis zur Verfügung stellen. Das ist der Vorschlag des Handelsverbands. Wir können damit leben, dass wir diese zusätzliche gesundheitliche Anforderung in Kauf nehmen und wir werden uns bemühen, so gut wie möglich unter Wahrung der kartellrechtlichen Möglichkeiten auf den Händler hinzuwirken und da haben wir beste Signale, dass das möglichst günstig ausgereicht wird, denn die Händler verlieren 1 Milliarde pro Woche, wir verlieren so viele Arbeitsplätze und da ist das geringere Übel. Ganz zum Abschluss noch, der Wirtschaftskammerpräsident hat ja auch gesagt heute in der Früh auf Ö1, das wäre die größte Jobvernichtungsmaschine aller Zeiten, wenn der Lockdown wirklich jetzt noch wochenlang, vielleicht sogar bis Ostern, wie die deutsche Kanzlerin Angela Merkel ja gesagt hat, dauern würde. Wie viele Jobs würde das Ihrer Meinung nach im Handel kosten? Im Handel haben wir 600.000 insgesamt und wir sehen, dass derzeit schon 60.000 diesbezüglich wackeln, dass diese Unternehmen das heißt, schon de facto insolvent sind. Jeder zehnte Job im Handel ist an der Kippe. Ja, und wenn es bis Ostern dauert, dann wird es definitiv jeder vierte Job sein. Jeder vierte das Job. Überlebt fast keiner mehr und damit würden wir Zombie-Firmen schaffen, gesunde das heißt, Unternehmen. Das wären 150.000 Jobs, wenn ich das jetzt im Kopf richtig gerechnet habe. Wenn es so eine lange Dauer geben würde, dann wäre es unmöglich, die Menschen in Kurzarbeit zu halten, weil ja die Unternehmen doch noch sehr viele Kosten haben, die Kurzarbeit ja nicht ankommt breitflächig. Das heißt, wir finanzieren im Handel ja schon den dritten Gehalt vor. Die Zusage alleine dauert oft so lange. Nicht einmal Rückmeldung bekommt man, wenn man anfragt, wie es jetzt mit der November-Kurzarbeit aussieht. Also verheerende Situation. Alles andere ist leider Fake News. Ich kann es nur wiederholen. Und daher bitten wir, aufmachen zu können, denn es klappt einfach nicht in der Abwicklung. Und das nicht nur im Handel. Das betrifft die Kunst, die Kultur, die Einpersonenunternehmen. Es ist ein Horror mittlerweile. Und wenn wir so lange noch zu haben, und ich möchte nur noch eines sagen, in Deutschland befinden wir uns im zweiten Lockdown. In Österreich sind wir schon im dritten Lockdown. Das heißt, da wird oft einmal rübergeschaut und verglichen. Das lässt sich schwer vergleichen. Wir wissen, wir werden die Sicherheitsvorkehrungen einhalten und es braucht die Hilfen automatisch rasch, denn wir sind im 10. Monat der Krise. Wir wollen die Arbeitsplätze sichern, da nimmt sich niemand mehr was auf die Seite, da geht es ums blanke Überleben. Jeder vierte Arbeitsplatz steht am Spiel, wenn man nicht raschestmöglich aufsperren.